Was ich Ihnen heute vortragen möchte, sind einige Überlegungen aus meiner Dissertation, die sich eben mit dem Umgang mit der NS-Vergangenheit in Bundesrepublik, DDR und Österreich befasst. Betitelt habe ich das Ganze, also den Vortrag, wie Sie wissen, mit aus der Geschichte und voneinander lernen. Zum einen natürlich, um auf die Vortragsreihe hier in Linz Bezug zu nehmen. Vor allem aber kommt es mir auf das Voneinanderlernen an, um das gleich mal vorwegzunehmen. Warum und wie ich das meine, möchte ich mit zwei Zitaten verdeutlichen. Die sind beide aus dem Jahr 1987. Das erste stammt von dem österreichischen Journalisten und Deutschlandkorrespondenten Werner A. Perger, der den deutschen und österreichischen Umgang mit dem Nationalsozialismus mit folgendem Satz beschrieb: Das Gemeinsame kann das Trennende sein. Also er betont hier deutlich die Unterschiede zwischen den Staaten. Das zweite Zitat geht etwas anders an das Thema heran. Das stammt aus einem Interview, das das Profil mit dem damaligen israelischen Präsidenten Chaim Herzog führte. Und dabei wurde ihm unter anderem die Frage gestellt, was er den Österreichern denn rate, um aus der schwierigen außenpolitischen Situation herauszukommen, die durch die Waldheim-Affäre entstanden war. Und Herzog antwortete: Es ist schwer, jemandem einen Rat zu geben, den man nicht kennt. Sehr hilfreich war jedoch immer schon, wie die Deutschen zu ihrer Geschichte stehen. Vielleicht wäre es für Österreich günstig zu sehen, wie Deutschland mit seiner Geschichte umging und heute noch umgeht. Herzog empfiehlt hier also, in Sachen Vergangenheitsbewältigung zur Orientierung einen Blick ins Nachbarland zu werfen. Und den Gedanken möchte ich gern aufgreifen für diesen Vortrag und vor allem danach fragen, inwiefern ein solcher, ich nenne das mal Blick nach drüben, zwischen Österreich, Bundesrepublik und DDR tatsächlich stattfand und es vielleicht auch zu Annäherungen zwischen den drei Staaten kam. Also im Folgenden gibt es weniger einen Gesamtüberblick über die jeweiligen Aufarbeitungsmaßnahmen der drei Staaten, sondern im Mittelpunkt stehen vor allem erinnerungskulturelle Verflechtungen zwischen ihnen. Ja, und der Aspekt ist mir auch deshalb wichtig, weil die wenigen vergleichenden Überlegungen, die es gibt zu diesen drei Nachfolgestaaten des sogenannten Großdeutschen Reiches und ihrem Umgang mit der NS-Vergangenheit meistens, wie eben im ersten Zitat, nur auf die Unterschiede abheben, sodass eventuelle Gemeinsamkeiten und Wechselwirkungen quasi neben runterfallen. Immer wieder wird in dem Zusammenhang die prominente These des Soziologen M. Rainer Lepsius zitiert. Der hat den Umgangsweisen mit dem Nationalsozialismus in den drei Staaten die Begriffe Internalisierung, Universalisierung und Externalisierung zugeordnet. Demnach habe die Bundesrepublik die NS-Zeit integriert und angenommen. Die DDR habe sie von sich gewiesen, indem sie Faschismus und Kapitalismus kausal verknüpft hat und so diese Vergangenheit universalisiert habe. Und Österreich schließlich habe den Nationalsozialismus aus der eigenen Geschichte ganz heraus interpretiert, also externalisiert. Und wenn man sich die Einordnung der NS-Zeit in das jeweilige Geschichtsbild der drei Staaten nach 1945 bzw. 1949 anschaut, scheint sich das auch zu bestätigen. In Anlehnung an Jeffrey Hirths Divided Memory, das hat er im Blick auf die beiden deutschen Staaten formuliert, könnte man hier von einer dreigeteilten Erinnerung sprechen. So haben wir quasi ein Dreieck aus österreichischen Opfern, das Stichwort wäre die Opferthese, dann ostdeutschen Widerstandskämpfern, das Stichwort wäre hier der Antifaschismusmythos, die DDR berief sich auf den antifaschistischen Widerstand gegen die NS-Diktatur und wies so jegliche Schuld von sich. Und der Schriftsteller Jurik Becker hat das in den 90er Jahren ironisch mal zusammengefasst in dem schönen Satz: Von den 10.000 Antifaschisten, die es in Nazi-Deutschland gegeben haben mag, lebten allein 8 Millionen in der DDR. Ja, ein so zentrales Deutungsmuster wie die Gründungsmythen von DDR und Österreich gab es in Westdeutschland nicht. Da hat sich erst im Laufe der Jahre ein entsprechendes Narrativ entwickelt und das baute dann vor allem auf der Erfolgsgeschichte auf, also auf Elementen wie dem Wirtschaftswunder oder dem Wunder von Bern, als Deutschland Fußballweltmeister wurde. Und letztlich gehört eben auch die als erfolgreich geltende Vergangenheitsbewältigung dazu. In dem Fall wäre das Stichwort also Selbstverständnis als offizieller Nachfolgestaat des Dritten Reiches. Die Bundesrepublik übernahm, zumindest auf offizieller Ebene, die Verantwortung und die dritte Ecke des Dreiecks sind damit die zugespitzt formuliert westdeutschen Täter. Zugespitzt auch deshalb, weil auch in der Bundesrepublik Tendenzen zur Schuldrelativierung bestanden. Also da ging auch die Anerkennung der Verantwortung für die NS-Verbrechen damit einher, dass sie weitgehend auf die ehemalige Führungselite reduziert wurde
nach dem Motto, wie der Journalist Michael Jeißmann das mal ausgedrückt hat, je größer die Rolle Hitlers und seines Herrschaftssystems, umso entschuldbarer die deutsche Gesellschaft. Ja, wenn man dieses Dreieck der offiziellen Geschichtsbilder betrachtet, erscheint der Umgang mit der NS-Vergangenheit in den drei Staaten zunächst sehr unterschiedlich. Beim Vergleich der drei Staaten finden sich aber auch Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel strebten alle nach einer Art Kollektivamnestie und das mit zum Teil erstaunlich ähnlichen Argumentationen. Das möchte ich kurz an drei Zitaten zeigen. 1949 plädierte Bundeskanzler Konrad Adenauer zum Beispiel für ein Beschweigen der Vergangenheit mit den Worten: Im Übrigen dürfen wir nicht mehr zwei Klassen von Menschen in Deutschland unterscheiden, die politisch Einwandfreien und die nicht Einwandfreien. Diese Unterscheidung muss baldigst verschwinden. Wo es vertretbar erscheint, gilt es, Vergangenes vergangen sein zu lassen. Ähnlich klang das bei DDR-Regierungschef Walter Ulbricht. Er sagte: Wir müssen an die ganze Masse der Werktätigen appellieren, auch an die nominellen Nazis. Wir werden ihnen offen sagen, wir wissen, dass ihr Nazis wart, wir werden aber nicht weiter darüber sprechen. Es kommt auf euch an, ehrlich mit uns mitzuarbeiten. Und der österreichische Staatskanzler Karl Renner meinte, Zitat: Alle diese kleinen Beamten, diese kleinen Bürger und Geschäftsleute hatten bei dem seinerzeitigen Anschluss an die Nazis gar nicht weittragende Absichten gehabt, höchstens, dass man den Juden etwas tut. Vor allem aber hatten sie nicht daran gedacht, einen Weltkrieg zu provozieren. Und er sprach sich vor diesem Hintergrund, wie die anderen beiden, gegen eine allzu strenge Entnazifizierungspolitik aus. In allen drei Staaten wurde also versucht, die mehr oder weniger kleinen Nazis zu integrieren und der breiten Bevölkerung quasi einen kollektiven Persilschein auszustellen. Eben das mal als Beispiel für Gemeinsamkeiten, die eben bei einem Vergleich der drei Staaten erkennbar werden. Wenn man über eine vergleichende Perspektive hinausgeht und die drei Staaten in Beziehung miteinander setzt, also eine transnationale Perspektive einnimmt, wird deutlich, dass es nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern eben auch Verflechtungen der Erinnerungen gab, gegenseitige Wahrnehmungen und Reaktionen aufeinander. Okay. Ich kann aber auch erstmal noch weiter erzählen. Es kommen jetzt zwar eigentlich zwei Bilder, aber die zeige ich dann nachher. Also eben ein Beispiel für diese Wechselwirkungen, ein sehr plastisches Beispiel. Zwischen den Staaten sind zum Beispiel die beiden deutschen Denkmäler im Denkmalpark der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Da gibt es eben das Denkmal der DDR, das ich jetzt zeigen wollte, und dann noch das der Bundesrepublik, die erstmal relativ unverbunden dastehen. Und das ostdeutsche Denkmal gedenkt dem DDR-Geschichtsbild entsprechend den Opfern des antifaschistischen Widerstands. Das Westdeutsche ist allen Opfern der Gewaltherrschaft gewidmet, so der Titel des Denkmals. Wenn man jetzt den Entstehungshintergrund mit einbezieht, ergibt sich aber ein durchaus aufeinander bezogenes Bild. Denn das bundesdeutsche Denkmal wurde auch in Reaktion auf das DDR-Denkmal errichtet. Die Errichtung erfolgte nämlich auf Initiative eines Bundestagsabgeordneten, dem bei einer Besichtigung der Gedenkstätte Anfang der 80er Jahre aufgefallen war, dass es dort Denkmäler verschiedener Staaten gab. Vor allem eben auch ein Denkmal der DDR, aber keines der Bundesrepublik. Und das zeigt gleichzeitig auch, dass es hier eben nicht nur um das Opfergedenken geht, sondern vor allem auch um die Konkurrenzsituation von Ost- und Westdeutschland. Das sind die beiden Denkmäler, kennen Sie vielleicht auch aus der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Links dieses DDR-Denkmal und rechts das der Bundesrepublik. Ja, und eben das hatte ich als Beispiel für Verflechtungen genannt, und besonders deutlich werden solche transnationalen Verflechtungen in den 80er Jahren, auf denen daher auch der zeitliche Schwerpunkt meines Vortrags liegen wird. Und die Beispiele, die ich herausgreifen möchte, sind die Ausstrahlung der Holocaust-Serie 1979, die Waldheim-Affäre und die Wirkung der Rede von Bundespräsident Richard von Weizsäcker zum 40. Jahrestag des Kriegsendes sowie das Gedenkjahr 1988. Und am Ende steht ein kurzer Ausblick auf die Zeit nach 1990, nur damit klar ist, was Sie im Folgenden erwartet. Zunächst zur Holocaust-Serie. Die amerikanische Spielfilmserie erzählte am Beispiel der fiktiven jüdischen Familie Weiß die Geschichte der nationalsozialistischen Judenverfolgung und wurde im Januar 1979 in der Bundesrepublik ausgestrahlt. Sie gilt als eine der großen Zäsuren für den Umgang mit der NS-Zeit, weil sie ein enormes Interesse an diesem Thema weckte
und auch intensive Diskussionen in der Öffentlichkeit auslöste. Und nicht zuletzt ist auch die Entscheidung des Bundestags, die Verjährung von NS-Verbrechen endgültig aufzuheben, auf die Wirkung von Holocaust mit zurückzuführen. Der Schriftsteller Heinrich Böll brachte den Zäsurcharakter der Serie wie folgt auf den Punkt: Es sieht so aus, als würde es in Zukunft ein Vor-Holocaust und ein Nach-Holocaust geben, wenn sich jemand mit Endlösung und Antisemitismus beschäftigen wird, vergleichbar dem Vor und Nach der Währungsreform, wenn es um ökonomische Daten geht. Die Bedeutung der Serie für alle drei Staaten, um die es hier geht, betonte Otto Schulmeister in einem Interview, das er mit dem westdeutschen Bundespräsidenten Walter Scheel führte. Holocaust, so Schulmeister, sei nicht nur für Bürger der Bundesrepublik Deutschland ein Stück jüngste Vergangenheit, auch viele andere müssen sich betroffen fühlen, eigene Landsleute, also Österreicher, auch die Menschen in der DDR. Auf die DDR zielte auch Bundeskanzler Helmut Schmidt, als er im Bundestag über Holocaust äußerte: An dem Film mag manches falsch sein, vieles ist aber richtig. Jedenfalls zwingt er zum kritischen Nachdenken. Eigentlich sollte dieser Film auch im anderen Teil Deutschlands gezeigt werden. Auch die Menschen dort haben ein Recht, Anlass und Stoff zu bekommen, über unsere gemeinsame deutsche Geschichte erneut nachzudenken. Die Serie wurde in der DDR aber weder gesendet noch in den Tageszeitungen thematisiert. Ganz ignoriert werden konnte sie aber auch nicht, zumal sie über das Westfernsehen zu sehen war, zumindest in Teilen der DDR. Und die SED-Führung sah sich anscheinend auch tatsächlich unter Rechtfertigungsdruck, warum sie die Serie nicht zeigen ließ. Darauf weist jedenfalls hin, dass Erich Honecker sich zu einer zumindest indirekten Begründung dafür bemüßigt fühlte. Denn in einer Rede bei einer Tagung des Weltfriedensrates, wenige Tage nachdem Holocaust in der Bundesrepublik zu sehen gewesen war, verwies er explizit auf die zahlreichen von der DDR produzierten Spielfilme über die NS-Zeit, die dort zur Aufklärung über die faschistischen Verbrechen eingesetzt würden. Und seit Gründung der DDR, so Honecker, gehöre dies zu den Selbstverständlichkeiten. In den wenigen direkten Reaktionen, die es im ostdeutschen Rundfunk und in Fachzeitschriften gab, wurde außerdem starke Kritik geübt. In der üblichen Propagandarhetorik wurde zum Beispiel das durch und durch kommerzielle Unternehmen kritisiert, von dem man von vornherein die Darstellung historischer Zusammenhänge nicht erwarten konnte, insbesondere keine Aussagen über das Zusammenspiel der reaktionärsten Elemente des Finanzkapitals mit den unmittelbaren politischen Repräsentanten des Faschismus. Und es war die Rede vom Tod in der Gaskammer als umsatzsteigerndem Fernsehspiel. Vor allem wurde aber gegen die Bundesrepublik agitiert, wobei einer der Kritiker sich auf einen Artikel der Westdeutschen Zeitung Frankfurter Rundschau bezog. In dem Artikel wurde die Ausstrahlung der Serie als lehrreiche Woche für die Deutschen bezeichnet, und die DDR-Kritik reduzierte das jetzt auf die Bundesdeutschen, um schließlich in der Aussage zu gipfeln: Nicht die Deutschen haben Nachhilfeunterricht nötig. Der historische Hilfsschüler heißt Bundesrepublik Deutschland. Sie ist sitzen geblieben mitten in ihrer unbewältigten Vergangenheit. Und entsprechend lenkt auch das neue Deutschland die Aufmerksamkeit auf die nach DDR-Lesart eigene gute Vergangenheitsbewältigung und die skandalös schlechte der Bundesrepublik, indem zum einen über Erfolge der DDR-Strafverfolgung von NS-Verbrechen berichtet wurde, zum anderen über die angeblich drohende Verjährung in der Bundesrepublik, verschleppte NS-Prozesse dort und neonazistische Ausschreitungen. Diese Strategie der DDR wurde auch in Österreich registriert. Die Salzburger Nachrichten schrieben: Die Nichterwähnung von Holocaust in den DDR-Medien gehe nicht zufällig mit der Tatsache einher, dass die ostdeutsche Presse schon kurz nach der Sendung umfangreiches Zahlenmaterial über die Verurteilung von Kriegsverbrechern durch DDR-Gerichte publiziert hat. Und anscheinend hatte das auch die gewünschte Wirkung, denn eine Befragung von DDR-Bürgern zu Holocaust durch die Wochenzeitung Die Zeit kam zu dem Ergebnis, dass diese DDR-Bürger sich nicht nur über die Nazi-Zeit besser informiert fühlten, sondern sich auch auf der moralisch besseren Seite der Nation sahen. Ja, in Österreich diente die Bundesrepublik in dem Zusammenhang weniger zur Abgrenzung wie in der DDR, als vielmehr als Orientierungsmaßstab. Der ORF wartete bewusst die Reaktionen der westdeutschen Bevölkerung ab, bevor er die Holocaust-Serie ausstrahlte. Und die Karikatur zeigt ganz schön, wie der deutsche Michel vom Österreicher abgelöst wird bei dieser unangenehmen Konfrontation mit der Holocaust-Serie, also rechts dieser Nagelstuhl.
Ja, interessant ist auch, dass die westdeutschen Begleitdokumentationen Antisemitismus und Endlösung übernommen wurden für die Ausstrahlung in Österreich. Sie wurden zu einem Film zusammengefasst und zum Teil um Aspekte spezifisch österreichischer Geschichte ergänzt, zum Beispiel in der Sequenz, die die Ursprünge des Antisemitismus behandelte. Aber gerade im Abschnitt zur NS-Zeit selbst wurden dann kaum Österreich-Bezüge hergestellt, sodass die Verfolgung der Juden während des Dritten Reiches wiederum als vor allem deutsche Angelegenheit erschien. Dennoch fällt aber auf, dass bereits zu dem Zeitpunkt, also Ende der 70er Jahre, trotz Opferthese und Externalisierung, dass es da Äußerungen gab, die auf die Reflexion der Mitverantwortung Österreichs am Nationalsozialismus, ja seinen Anteil an der Endlösung zielten, wie das Profil titelte. Und das gerade auch mit vergleichendem Blick auf die Bundesrepublik Deutschland. Der Kurier schrieb zum Beispiel, wir Österreicher haben es uns ja nach 1945 viel bequemer machen können als die Deutschen. Wir haben das Ganze gleich über die Grenze abgeschoben. Dabei haben die Österreicher so arg mitgemacht. Wir hätten den Holocaust-Schock bitter nötig. Und selbst die Kronenzeitung begrüßte die, Zitat, Entscheidung des ORF, die amerikanische Fernsehserie auch in Österreich auszustrahlen, umso mehr als ein Teil der Geschehnisse, die 34 Jahre nach Kriegsende die Deutschen noch so schwer belasten, auch auf Österreich zutrifft. Nach der Ausstrahlung wurde allerdings, Zitat, die tiefe Betroffenheit, die etwa in der Bundesrepublik die Ausstrahlung begleitet hatte, vermisst. Und das Profil setzte ironisch hinzu, der Verdrängungsdamm, der vor der eigenen Vergangenheit schützt, barst nicht so schnell wie bei den Deutschen. Das Erkenntnisbad im Heimatland des Führers war recht lauwarm. Eine zunehmend selbstreflexive Sicht in Sachen Vergangenheit lässt sich aber, wie gesagt, feststellen und das auch auf staatlicher Ebene, also nicht nur im Bereich der Presse, in einem offiziellen Begleitheft zu der Serie. Für die österreichischen Schulen hieß es zum Beispiel, es sei verfehlt, Holocaust nur als Problem der Deutschen aufzufassen. Und passenderweise trug das Heft auch den Titel Holocaust und Österreich. Die österreichische Opferthese wurde in Ansätzen, also bereits 1979, in Frage gestellt, auch vorangetrieben von der Vergleichsperspektive zur Bundesrepublik. Und damit wurde bereits Ende der 70er Jahre der Boden für das endgültige Aufbrechen des Opfermythos während der Waldheim-Affäre 1986 bereitet. Und auf diese Affäre möchte ich jetzt eingehen, wobei es hier nicht so sehr um den Ablauf an sich gehen soll, sondern vor allem um die Perzeption in den beiden deutschen Staaten und die Frage nach einer möglichen Vorbildwirkung der Bundesrepublik, wie sie sich ja bei der Holocaust-Serie gezeigt hat. Die DDR hat die Waldheim-Affäre ignoriert. Im neuen Deutschland taucht sie überhaupt nicht auf, obwohl durchaus über die Bundespräsidentenwahl in Österreich an sich berichtet wurde. Die anlässlich von Waldheims Wahl dann abgedruckte Biografie sparte die NS-Zeit im Grunde aus, obwohl sie insgesamt relativ detailliert ausfiel. Also man erfuhr, dass Waldheim als Sohn eines Lehrers geboren wurde, verheiratet war und Vater dreier Kinder. Aber über seine Tätigkeiten während des Dritten Reichs war nur zu lesen. Er studierte an der Universität Wien, wo er zum Doktor der Rechte promovierte, und an der Wiener Konsularakademie. Angaben zum Beispiel über seinen Kriegsdienst fehlten. Und das heißt, dann unvermittelt seine diplomatische Laufbahn begann er 1945. Interessant erscheint in dem Zusammenhang außerdem, dass die österreichische Opferthese von der DDR sozusagen gestützt wurde. Bei offiziellen Anlässen und in entsprechenden Zeitungsartikeln wurde nämlich durchgehend von Österreich als erstem Opfer des Hitlerfaschismus gesprochen und der gewaltsame Anschluss betont. Zurückzuführen ist es vor allem auf die für die DDR wichtigen Beziehungen zu Österreich. Es wurde immer wieder von offizieller Seite betont, wie erstklassig und ausgezeichnet diese seien, ebenso die Bedeutung der Brückenfunktion Österreichs zwischen Ost und West als eben neutraler Staat. Außerdem wurden Mitte der 80er Jahre wichtige Kooperationsverträge im ökonomischen und wissenschaftlichen Bereich zwischen den beiden Staaten abgeschlossen. Und das kann man eben als Gründe ansehen, Österreich sozusagen nicht in den Rücken zu fallen, sondern den eher zu stärken. Und natürlich nicht zu vergessen, Westdeutschland nach wie vor die alleinige Verantwortung für den sogenannten Hitlerfaschismus zuweisen zu können. Dort, also in der Bundesrepublik, wurde die Waldheim-Affäre ganz und gar nicht totgeschwiegen. Die westdeutschen Zeitungen berichteten ausführlich und zum Großteil sehr kritisch darüber. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hielt 1988 fest, Österreich kann einem leid tun,
Bis vor 2 Jahren hielt man es für eine Mischung aus Tiroler Hut, Schrammel, Musik und Sachertorte. Heute hat, wenn das Wort Österreich fällt, jeder nur einen Gedanken, Waldheim. Von den Medien wurde auch der österreichische Umgang mit der NS-Zeit kritisiert. Vor allem der Spiegel griff sehr direkt Österreichs stillen Faschismus an und schrieb, gierig griffen die Österreicher nach dem ihnen von den Alliierten in der Moskauer Erklärung ausgestellten Persilschein. Sie seien das erste Opfer der nationalsozialistischen Aggression gewesen. Nun waren die Deutschen allein für alles Böse verantwortlich. Die totale Verdrängung geriet zur nationalen Tugend. Die Wahl Waldheims kommentierte die Süddeutsche Zeitung mit den Worten, es ist also die Absicht der Österreicher, sich von dem verkörperten Unbehagen über eine unverdaute Vergangenheit als Bestandteil des nationalsozialistischen Großdeutschen Reiches nach innen und außen vertreten zu lassen. Auf der anderen Seite soll es aber auch durchaus prominente Stimmen pro Waldheim geben, allen voran diejenige von Bundeskanzler Helmut Kohl, der sich hinter seinen alten persönlichen Freund Waldheim stellte und in einem Fernsehinterview meinte, er wisse, wen er zu wählen hätte, wenn er Österreicher wäre. Wenn man jetzt die Diskussion um Waldheim in Österreich selbst betrachtet, zeigt sich, dass die Bundesrepublik als Orientierung und Vorbild für einen, ja in Anführungszeichen, richtigen Umgang mit dem Nationalsozialismus wirkte. Es wurde nämlich immer wieder auf den westdeutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker verwiesen, der es trotz schlimmerer NS-Vergangenheit besser gemacht habe. Simon Wiesenthal hat Waldheim in einem Telefonat auch mal direkt darauf hingewiesen, wie er in einem Interview berichtete, und das möchte ich kurz zitieren. Er, also Waldheim, hat mich einmal angerufen. Da habe ich ihm gesagt, Herr Dr. Waldheim, Sie hatten einen besseren Ausgangspunkt als der deutsche Bundespräsident. Sie kamen aus einer rechten, aber antinarzistischen Familie. Ihr Vater wurde eingesperrt. Weizsäcker hingegen ist Sohn eines sehr billig verurteilten Nazi-Verbrechers, der nur 7 Jahre bekommen hat. Sie waren bei Kriegsende Oberleutnant, er war Major, also hatte er mehr Befehlsgewalt. Aber Weizsäcker hat die richtigen Worte gefunden, um sich vom Nationalsozialismus abzusetzen, sodass er die Anerkennung und Achtung der ganzen Welt gefunden hat. Aber Sie haben noch nicht die richtigen Worte gefunden. Ja, und mit diesen richtigen Worten meinte Wiesenthal die bekannte Rede Weizsäckers zum 40. Jahrestag des Kriegsendes im Jahr 1985, die international hohe Anerkennung fand, vor allem weil sie den 8. Mai eindeutig als Tag der Befreiung charakterisierte. Außerdem gelang Weizsäcker eine sehr bedachte Aufzählung und Würdigung verschiedener NS-Opfergruppen. Und Waldheims Gegner forderten zum Teil ganz konkret jetzt, dass Waldheim entweder freiwillig zurücktreten oder wenigstens eine klar und unzweideutig formulierte Weizsäcker-Rede halten solle. Und in einer Sitzung des Nationalrats 1987, die sich mit der Entscheidung der USA befasste, Waldheim auf die Watchlist zu setzen, zitierte Heinz Fischer wörtlich aus Weizsäckers Rede und fragte, ob es denn so schwer oder so unwürdig sei, eine solche Sprache zu sprechen. Ja, nicht nur die Waldheim-Kritiker, auch seine Anhänger und Waldheim selbst verwiesen auf Weizsäcker, zu Waldheims Entlastung in dem Fall allerdings. Und der Stern reagierte darauf mit dem Bericht, dessen erste Seite Sie hier sehen, eben mit der Schlagzeile »Kein Vergleich, zwei Präsidenten, zwei Welten«. Und in Österreich machte daraufhin die Rede von der Deutschen Glashausgesellschaft die Runde. Aber auch in der Bundesrepublik wurde der Vergleich zugunsten Westdeutschlands zum Teil kritisch gesehen. Der Chefredakteur der Zeit, Theo Sommer, meinte zum Beispiel bei einer Tagung in Wien, im Falle Waldheim werfen wir Deutschen uns gerne in die Brust und tun so, als könnte es uns nicht passieren. Es ist uns aber passiert. Auch wir haben Leute in hohen Ämtern gehabt, die uns die Wahrheit nur stückweise eingestanden haben. Jetzt aber gestatten wir uns eine gewisse Selbstgerechtigkeit, weil sich in der Person der beiden Bundespräsidenten geradezu exemplarisch 2 Arten manifestieren, die Vergangenheit zu bewältigen und zu betrachten. Diese Rede Weizsäckers zum 8. Mai hatte übrigens auch in der DDR, wo man für gewöhnlich ja selten positive Worte für die westdeutsche Vergangenheitsbewältigung fand, ihre Wirkung und war dort durchaus auch ein positiver Bezugspunkt. Letztlich lieferte sie ja die Bestätigung für die eigene Haltung, den 8. Mai schon immer als Tag der Befreiung anzusehen. Also bis Ende der 60er Jahre war der Tag auch offizieller Feiertag und wurde stets mit einer großen Gedenkfeier in Berlin begangen. Und das ist das sowjetische Ehrenmal im Treptower Park in Berlin, wo die Feiern stattfanden. Vielleicht kennen Sie das ja.
Weizsäckers Rede wurde von der DDR als ein Wort der Besonnenheit und des Realismus beurteilt und das Neue Deutschland lobte die, Zitat, deutlichen Feststellungen über die Verbrechen der Faschisten, über Kriegsschuld und Verantwortung und über den Charakter des 8. Mai als Tag der Befreiung. Auch lobt es die Erinnerung an den antifaschistischen Widerstand der Kommunisten und den Aufruf zur Freundschaft auch mit den Völkern der Sowjetunion. Und da sieht man auch schön, wie die Rede zugleich auf den DDR-Kontext sozusagen umgemünzt wurde, denn das Wort antifaschistisch oder faschistisch kam in der Rede nicht vor. Also in westdeutschen Reden wird stets vom Nationalsozialismus, nicht vom Faschismus gesprochen. Und was auch auffällt, ist, dass die Nennung anderer Opfergruppen außer den Opfern des Widerstands, was ja ein wesentlicher Punkt der Weizsäcker-Rede war, für die DDR eben nicht erwähnenswert war, sondern eben die Opfer, die in ihr Geschichtsbild des Antifaschismus-Mythos passten. Weizsäckers Rede wirkt aber auch ganz konkret als Vorbild für die DDR, nämlich 1990, also dann in der demokratischen DDR, und zwar bei der Erklärung der Volkskammerpräsidentin Sabine Bergmann-Pohl zum 8. Mai. Und darin finden sich starke Anlehnungen und teilweise wörtliche Übernahmen aus der Ansprache Weizsäckers von 85. Und zur Illustration habe ich das mal hier auf die Folie und das da gegenübergestellt. Zwei Beispiele möchte ich kurz zitieren. Im ersten äußert Weizsäcker über Schuld und Versöhnung: Jeder, der die Zeit mit vollem Bewusstsein erlebt hat, frage sich heute im Stillen selbst nach seiner Verstrickung. Wir müssen verstehen, dass es Versöhnung ohne Erinnerung nicht geben kann. Und Bergmann-Pohl greift das auf, wenn sie formuliert: Versöhnung ist nur möglich, wo eine Schuld erkannt und benannt wird. Jeder muss sich fragen, ob er schuldig geworden ist durch sein Mitwirken, durch sein Schweigen, durch sein Wegsehen. Und auch in den Schlusssätzen, also beim letzten Beispiel auf der Folie, gibt es Entsprechungen. Weizsäcker endet mit den Worten: Schauen wir am heutigen 8. Mai, so gut wir es können, der Wahrheit ins Auge. Und Bergmann-Pohl hält die neue politische Situation der DDR einbeziehend dann fest: Nehmen wir die 45. Wiederkehr jenes 8. Mai zum Anlass, uns der geschichtlichen Wahrheit in Freiheit zu stellen. Also hier blickt die demokratische DDR also auf die Bundesrepublik, um sich sozusagen an bewährten westdeutschen Umgangs- und Erinnerungsformen oder in dem Fall vielleicht besser Formeln zu orientieren und diese auch zu übernehmen. Und das lässt sich als eine Art Erinnerungstransfer bezeichnen. Und dieser Gedanke eines Transfers von Erinnerung wird vielleicht noch deutlicher vor dem Hintergrund, dass es in den 80er Jahren auch einen direkten Austausch und Kommunikation über die NS-Vergangenheit zwischen den drei Staaten gab. Das fand vor allem auf binationaler Ebene statt, also mal zwischen zwei Staaten. Beispielsweise wurden Ausstellungen ausgetauscht. Die österreichische Nationalbibliothek holte für das Bedenkjahr 1988 eine Ausstellung der Westberliner Akademie der Künste von 1983 zum Thema Bücherverbrennung nach Wien. Dann wurde in Österreich die Düsseldorfer Ausstellung Entartete Musik gezeigt. Das war eine kommentierte Rekonstruktion der gleichnamigen nationalsozialistischen Ausstellung von 1938. Die Ausstellung der Topographie des Terrors wurde in der DDR gezeigt. Und in Westberlin war die ostdeutsche Ausstellung und lehrt sie Gedächtnis über jüdische Geschichte und Kultur zu sehen. 1987 fanden außerdem verschiedene von jeweils zwei der Staaten gemeinsam abgehaltene Tagungen statt, die sich mit Fragen der NS-Geschichte bzw. des Umgangs damit befassten. So zum Beispiel die von der SPD initiierten deutsch-deutschen Historikergespräche in Bonn. Die hatten den Titel Erben deutscher Geschichte. Dann ein Kolloquium, das von österreichischen und DDR-Wissenschaftlern abgehalten wurde, anlässlich des 50. Jahrestags des Anschlusses, und zwar in der DDR. Und schließlich ein Symposium der Zeit in Wien mit westdeutschen und österreichischen Wissenschaftlern und auch Politikern, unter anderem Bundeskanzler Franz Banitzky. Zum Thema Österreich und Deutschland, getrennte Wege, gemeinsame Vergangenheit. Und nicht nur im Titel dieser Tagung, sondern auch in den Diskussionen, die dort geführt wurden, wird deutlich, dass die NS-Zeit zunehmend auch als eine gemeinsame Geschichte und Verantwortung verstanden wurde. Und das spiegelt sich zum Beispiel in einer Frage, wiederum von Theo Sommer, dem Chefredakteur der Zeit. Er fragte: Wem gehört eigentlich Hitler? Gehört er nur den Deutschen oder gehört er Ihnen, also den Österreichern auch? Was ist eigentlich der Nationalsozialismus? Ist seine Entstehung ohne den österreichischen Wurzelgrund überhaupt denkbar?
Und wie stellen wir uns dieser schrecklichen Vergangenheit, die uns beide in gleicher Weise bedrückt? Und Gerald Sturz konstatierte daraufhin einen moralischen Haftungszusammenhang zwischen Österreichern und Deutschen, die schuldig geworden sind. Und selbst von Seiten der DDR, die ja stets jegliche Verantwortung für den Nationalsozialismus abgelehnt hatte, hieß es, die deutsche Geschichte bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs sei eine gemeinsame historische Erbschaft, die Bundesrepublik und DDR vor der Welt zu verantworten hätten. Wobei freilich betont wurde, dass die DDR sich diesem Erbe gestellt und Verantwortung durch die Ausrottung des Faschismus längst übernommen habe. Ja, wie man hier sieht, überschreitet der Erinnerungsdiskurs also zunehmend die nationalen Grenzen hin zu einer transnationalen Ebene und auch die Erinnerung selbst. Und geradezu symptomatisch dafür ist die Tatsache, dass die Gedenkfeierlichkeiten zum 50. Jahrestag der sogenannten Reichskristallnacht zwischen DDR und Bundesrepublik zeitlich abgestimmt wurden. Die Volkskammersitzung der DDR fand am 8. November statt, während der Bundestag sein Gedenken am 10. November beging. Außerdem nahmen West- bzw. ostdeutsche Regierungsvertreter an den Gedenkfeierlichkeiten des jeweils anderen Staates teil. Und der 9. November selbst war in Ost und West den zentralen Feiern der jüdischen Gemeinden überlassen, wobei Heinz Galinski, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, also aus dem Westen, bei der Veranstaltung der ostdeutschen jüdischen Gemeinde in Berlin sprach. Und er betonte wiederum die gemeinsame Verantwortung beider deutscher Staaten für ihre gemeinsame Vergangenheit und schlug vor, den 9. November als einen gemeinsamen Gedenktag zu bestimmen, als den, wie er es nannte, Tag der gesamtdeutschen Besinnung. Also neben der Phase, in der sich ein zunehmend gemeinsames Erinnern und ein Gedenkaustausch in Ansätzen greifen lässt, fordert der Zentralratsvorsitzende auch ein institutionalisiertes gemeinsames Gedenken. Ja, dass es diese Veranstaltung in dieser Weise in der DDR überhaupt gab und wie sie in den ostdeutschen Medien inszeniert wurde, zeigt außerdem, dass es in der DDR in den 80er Jahren zu einer Änderung kam, und zwar zu einer zunehmenden Öffnung des Geschichtsbildes, vor allem im Blick auf die jüdischen NS-Opfer. Und das geschieht weniger aufgrund eines Ereignisses, als vielmehr unterschwellig einfließend. Zum einen über die Westmedien, von denen sich die DDR ja nicht gänzlich abschotten konnte. Das wurde ja schon bei der Holocaust-Serie deutlich. Und ein weiterer Faktor sind die oppositionellen Bewegungen. Vor allem die Kirchen sind hier zu nennen, die sich eben auch mit Fragen des christlich-jüdischen Verhältnisses befassten und dabei die NS-Vergangenheit thematisierten. Und durch den zunehmenden Austausch zwischen Ost- und Westdeutscher Kirche wird es in der Zeit noch verstärkt. Also die evangelischen Kirchen Ost und West haben auch ein gemeinsames Wort zum 9. November 1988, also zum Gedenken, verabschiedet. Und die katholische Kirche veröffentlichte übrigens ein trilaterales Wort zur Erinnerung an die Judenverfolgung eben von West- und Ostdeutschen sowie österreichischen Amtskollegen. Und das trug den Titel »Die Last der Geschichte annehmen«. Ja, Geschichtsbilder und Gedenken flossen also sozusagen aus dem Westen in die DDR hinein und es entstand eine Art Erinnerungsdruck, dem sich die DDR-Führung schließlich nur noch mit der Etablierung eigenen Gedenkens erwehren konnte und so ihr Geschichtsbild um die jüdische Perspektive erweiterte, die bis dahin, wie gesagt, weitgehend unberücksichtigt geblieben war. Ein Höhepunkt erreichte diese Entwicklung eben im Jahr 1988 mit der erwähnten offiziellen Veranstaltung der jüdischen Gemeinden und zahlreichen weiteren Gedenkveranstaltungen anlässlich dieses 50. Jahrestags der Pogromnacht. Und erklärt wird es in der Forschung meistens mit dem Streben der DDR nach Anerkennung durch den Westen, insbesondere mit dem Wunsch Erich Honeckers, die Beziehung zu den USA zu verbessern und eine Einladung zu einem Staatsbesuch dort zu erhalten, also vor allem mit außenpolitischen und ökonomischen Motiven. Das trifft auch sicher zu, aber ich denke auch, dass eben geschilderte, also dieser Druck aus und Vergleich mit der Bundesrepublik muss da berücksichtigt werden. Ja, als konkretes Beispiel für das neue Gedenken in der DDR möchte ich diese Gedenktafel aus Wittenberg zeigen. Sie wurde im Jahr 1988 angebracht bzw. in den Boden eingelassen. Und zwar genau an der Stelle, wo sich oben im Gemäuer der Kirche die sogenannte Judensau aus dem 15. Jahrhundert befindet. Und auch die Inschrift der Gedenktafel nimmt in Bezug auf diese Darstellung. Das nur kurz zur Veranschaulichung. Es gibt noch zahlreiche andere Beispiele. Also eines wäre die Tafel aus Jena auf der linken Seite oder auch die aus Schmalkalden rechts. Und 1988
kündigte die DDR auch ihre Bereitschaft zu zumindest symbolischen Wiedergutmachungszahlungen an im Ausland lebende Opfer an, womit, wie das Profil vermerkte, die, Zitat, bislang in der DDR gültige Geschichtsversion revidiert werde, wonach Westdeutschland allein an der faschistischen Vergangenheit schuldig gewesen sei. Ein Schuldeingeständnis wollten die DDR-Offiziellen damit allerdings nicht verbunden sehen und betonten dementsprechend auch, aufgrund der Verwirklichung der Emanzipation der Juden in der DDR nicht verpflichtet zu Wiedergutmachung zu sein und nur aus humanitären Gründen Hilfe zu gewähren. Interessant ist in jedem Fall die rhetorische Akrobatik, die die DDR in der Erweiterung ihres Geschichtsbildes vollführte. Nachdem die jüdischen Opfer lange Zeit als Opfer zweiter Ordnung hinter den Kämpfern gegen den Faschismus rangiert hatten, fanden sie zunächst Erwähnung in Form der Würdigung des antifaschistischen wie auch jüdischen Widerstandes oder als, wie es hieß, unsere Brüder im Kampf, die einer doppelten Unterdrückung standhielten als Kommunisten und als Juden, bis dann schließlich von den Opfern des Rassenwahns ohne Hinweis auf eine widerständige Tätigkeit die Rede war. Das passte sich trotzdem nicht sozusagen organisch in das offizielle DDR-Geschichtsbild des Antifaschismus ein, sondern wurde eher dazu addiert. Und auch wurde der 9. November 1988 als Tag des Gedenkens an die 6 Millionen Jüdischen wie alle Opfer des Faschismus begangen. Und damit wurde den jüdischen Gemeinden das Gedenken ein Stück weit auch wieder genommen. Ja, neben dieser Opferkonkurrenz ist auch eine Konkurrenz des Gedenkens im Blick auf den 9. November selbst zu verzeichnen. An dem Tag gedachte die DDR stets der Revolution von 1918 und 1988 stand da logischerweise das 70. Jubiläum an, war also auch zu feiern. Ja, für Österreich ist für das Gedenkjahr 88 auch ein zweifaches Gedenken zu konstatieren, da sich eben neben der sogenannten Reichskristallnacht auch der Tag des Anschlusses zum 50. Mal jährte. Und schon aufgrund des Datums im März, aber auch grundsätzlich im Vordergrund stand. Also wenn man die beiden Nationalratssitzungen vergleicht, am 11. März und am 9. November, zeigen sich da deutlich die Prioritäten. Die Märzsitzung war eine Festsitzung von National- und Bundesrat mit ausführlichen Gedenkreden der jeweiligen Präsidenten. Und die im November war eine gewöhnliche Sitzung, zu deren Beginn der Nationalratspräsident einige Sätze zu den Pogromen sprach und es gab dann eine Gedenkminute und danach ging man zur Tagesordnung über. Und auch die Regierungsverordnungen für den Schulunterricht für 1988 unterstreichen, dass das Novemberpogrom 1938 war in dem Schuljahr nicht besonders zu berücksichtigen, im Gegensatz zum Anschluss Anfang 1988. Das erklärt sich natürlich auch aus der Bedeutung dieses Ereignisses für die nationale Geschichte Österreichs, das ist vollkommen klar. Aber im Vergleich dieser drei Staaten fällt eben auf, wie wenig Bedeutung der 9. November als Gedenktag hier hat. Ja, und schön zum Ausdruck kommt der Zusammenhang auch in dieser Karikatur von Manfred Dykes von 1988. Also da bleiben eben die 50 Jahre Holocaust quasi draußen vor dem Fenster und werden in das Gedenken nicht hineingelassen. Und stattdessen wird Waldheim, also das da in der Mitte auf dem Tisch, eine kleine Abbildung von ihm oder Statue und seinem Nichtwissen gehuldigt. Und das Ganze steht eben unter dem Motto, wir Österreicher gedenken, was wir wollen. Also klar in Anspielung auf den Waldheim-Wahlslogan von 1986, wir Österreicher wählen, wenn wir wollen. Ja, aus westdeutscher Sicht darf im Blick auf das Gedenkjahr 1988 sozusagen ein Ereignis nicht unerwähnt bleiben. Der Skandal um die Gedenkrede zum 9. November von Bundestagspräsident Philipp Jenninger. Jenninger hatte ja eine recht verunglückte und missverständliche Rede gehalten, die vor allem kritisiert wurde wegen der von ihm eingenommenen Perspektive der Täter und der an vielen Stellen nicht explizit als Zitate gekennzeichneten NS-Termini, die er verwendet hat. Also ich habe zwei Stellen mal auf die Folie, die besonderen Anstoß erregten. Da können Sie sich ein Bild davon machen, wie problematisch Sie sind. Letztlich trat Jenninger von seinem Amt zurück. Seine Entscheidung, sich vor allem auf die Täter zu konzentrieren, hat er übrigens bewusst gefällt, weil, so Jenninger, nicht die Opfer, sondern wir, in deren Mitte die Verbrechen geschahen, erinnern und Rechenschaft ablegen müssen, weil wir Deutsche uns klar werden wollen über das Verständnis unserer Geschichte und über Lehren für die politische Gestaltung unserer Gegenwart und Zukunft. Und genau das sollte ihm aber eben zum Vorwurf gemacht werden.
Die Opfer hätten im Mittelpunkt der Gedenkstunde zu stehen und nicht die Täter. Ja, die DDR nutzte diesen Skandal um Jenninger ausgiebig, um sich als das bessere Deutschland zu präsentieren. Und unter den üblichen Verweisen auf personelle Kontinuitäten in der Bundesrepublik, wie zum Beispiel den Fall Hans Globke und andere bundesdeutsche Skandale, zum Beispiel Helmut Kohls Formulierung der Gnade der späten Geburt. Unter diesen Verweisen wurde in der DDR resümiert, man hat von Wiedergutmachung geredet und versucht, sich mit einer Handvoll Silberlingen bei den Opfern loszukaufen, statt aus den Nazi-Verbrechen die Lehren zu ziehen. Man hat Vergangenheitsbewältigung deklamiert und das Entscheidende nicht getan, den Schoß herauszureißen, aus dem das braune Verbrechen kroch. Das eigentliche Problem lebt fort in der BRD. Die Rede Jenningers sei kein Ausrutscher, sondern vielmehr Teil des allenthalben in der Bundesrepublik vorhandenen Revisionismus, der sich auch in der mangelhaften Verfolgung von NS-Verbrechen und im Erstarken des Neonazismus spiegele. Also Westdeutschland wurde hier, wie bei der Holocaust-Serie, diffamiert und das Ganze kontrastiert mit eigenen Aufarbeitungserfolgen der DDR. Ja, auch in Österreich wurden bei der Beurteilung des Jenninger-Skandals Vergleiche zwischen der westdeutschen Vergangenheitsbewältigung und der Aufarbeitung im eigenen Land gezogen. Freilich ohne das so zu instrumentalisieren wie die DDR. In der Presse war zwar eine gewisse Schadenfreude zu bemerken, dass der NS-Diskurs nun die Deutschen getroffen habe. Die Österreicher hingegen hätten, Zitat, die Prüfungen des Jahres 1988 bestanden. In den meisten Kommentaren wurde aber die Kritik an Jenninger auch mit Kritik am österreichischen Umgang mit der NS-Zeit verbunden. Das Profil sah in dem Skandal um den westdeutschen Bundestagspräsidenten schließlich sogar Chancen, und das auch für Österreich. Dort hieß es nämlich, Jenningers Sturz ist nicht das Ende, sondern der Anfang einer Diskussion. Die wirkliche Befassung mit dem Nationalsozialismus beginnt erst. Sie wird nicht stattfinden vom Standpunkt der Opfer seiner Verbrechen, nicht vom Standpunkt der Helden des Widerstands gegen ihn, sondern vom Standpunkt des deutschen Volkes. Eigentlich ist es ein basisdemokratischer Prozess. Und der Kommentar endet dann mit dem Satz, danke, Österreich kommt nach irgendwann. Ja, und dieser Satz macht noch einmal explizit deutlich, dass die Bundesrepublik und ihr Umgang mit dem Nationalsozialismus immer wieder als Vorbild fungierte bei der nachholenden Internalisierung der NS-Vergangenheit durch Österreich und auch durch die DDR. Und solch eine Orientierung an der Bundesrepublik macht sich zum Beispiel auch im Bereich der Denkmalkultur bemerkbar. Damit springen wir in die Zeit nach 1990, auf die ich noch einen kurzen Ausblick geben möchte. Da lassen sich zum Beispiel die sogenannten Stolpersteine des deutschen Künstlers Gunter Demnig anführen, die an jüdische NS-Opfer erinnern. Denn die wurden in Österreich übernommen, aber auch variiert. Also es wurden nicht nur auch in österreichischen Städten solche Steine verlegt, sondern sie dienten auch als Vorbild für zwei Wiener Projekte, als Inspiration, wie es auf der einen Internetseite heißt. Demnig selbst spricht da eher von Plagiat. Die Projekte sind einigen von Ihnen vielleicht bekannt. Das eine sind die Steine der Erinnerung und das andere heißt Erinnern für die Zukunft. An den Abbildungen kann man sehen, wie ähnlich und doch auch wieder unterschiedlich die verschiedenen Steine sind. Und auch im Blick auf die Beschriftung gibt es Unterschiede. Wahrscheinlich kann man das nicht wirklich lesen, aber ich erläutere es mal kurz. Also Demnigs Steine weisen ja immer den gleichen Text auf, der darüber informiert, wer dort wohnte und wann die Deportation stattfand. Und bei den Steinen der Erinnerung wird verschiedener Gruppen und Ereignisse gedacht. Also hier zum Beispiel oben links der Arisierung der Marktstände am Karmelitermarkt. Und in der Leopoldstadt wird dann ein ganzer Weg der Erinnerung mit diesen Tafeln gestaltet. Und Erinnern für die Zukunft beschränkt sich auf den Bezirk Maria Hilf. Und da findet sich dann die Angabe von Namen und Daten wieder nur. Und dann oft zusammengefasst in solchen Gruppentafeln, wie man es unten links sieht. Ein weiteres Beispiel in dem Zusammenhang von transnationalen Einflüssen ist auch das Wiener Holocaust-Mahnmal auf dem Judenplatz. Das Denkmal wurde ja im Jahr 2000 errichtet und stellt eine nicht zugängliche Bibliothek dar. Und dabei nimmt es deutlich Bezug auf ein Berliner Denkmal. Und jetzt meine ich nicht das Eisenmann-Denkmal, wie man vielleicht denken könnte, sondern ein etwas weniger bekanntes, die sogenannte Bibliothek auf bzw. unter dem Ebelplatz in Berlin. Die ist von 1995 und zeigt, wie man hier sieht,
im Boden versenkte leere Bücherregale und gedenkt damit der Bücherverbrennung von 1933. Ja, und wie man sieht, sind die beiden Denkmale in Ästhetik und Metaphorik sehr ähnlich, was natürlich nicht heißen soll, dass Wedgwood das Berliner Denkmal kopiert hat, aber die Künstlerin hat in der Zeit, als sie an dem Denkmal arbeitete, auch in Berlin gelebt und auch durchaus davon gesprochen, dass es eine Inspirationsquelle war. Ja, die Beispiele, die ich jetzt angeführt habe, sind gleichzeitig ein Hinweis auf eine gewisse Synchronisierung der Erinnerungslandschaften oder anders gesagt, es scheint sich eine Art Repertoire an Elementen herauszukristallisieren, die sozusagen vorhanden sein sollten in einem Staat, der sich in Anführungszeichen korrekt und erfolgreich mit der eigenen belasteten Vergangenheit auseinandersetzen möchte oder auseinandergesetzt haben möchte. Und dazu gehören eben Repräsentationen im öffentlichen Raum. Neben den Denkmälern für die jüdischen Opfer in den Hauptstädten hat Berlin seit 2008 zum Beispiel auch ein Denkmal für die homosexuellen NS-Opfer. In Wien soll es ja ebenfalls eines geben, also den Entwurf gibt es. Bisher ist es ja an technischen Schwierigkeiten gescheitert. Und in Berlin wird derzeit ein zentrales Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma gebaut. Auch scheint es dazu zu gehören, Schuld- bzw. Mitschuldbekenntnisse abzugeben. Neben der bereits genannten Rede von Sabine Bergmann-Pohl zum 8. Mai 1990, die die Schuldfrage mitreflektierte, und einer ähnlichen Erklärung von DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière zum gleichen Anlass hat es in der demokratischen DDR bereits im April 1990 eine Erklärung der Volkskammer gegeben, die sich zur Verantwortung und Mitschuld für die Vergangenheit bekannte. Und de Maizière bat im Juni 1990 auch um Versöhnung anlässlich einer Einladung des World Jewish Congress. 1991 zog dann auch Österreich sozusagen nach mit dem Bekenntnis zur Mitverantwortung von Bundeskanzler Franz Vranitzky. Und zwar, wie er formulierte, zur Mitverantwortung für das Leid, das zwar nicht Österreich als Staat, wohl aber Bürger dieses Landes über andere Menschen und Völker gebracht haben. Und dieses Bekenntnis wiederholte er bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde für eben diese Rede von 1991 in Israel. Und Bundespräsident Thomas Klestil sagte 1994 vor der Knesset: Wir wissen, dass wir zu oft nur davon gesprochen haben, dass Österreich damals als erster Staat seine Freiheit und Unabhängigkeit an den Nationalsozialismus verlor, aber viel zu selten auch darüber, dass manche der ärgsten Schergen der NS-Diktatur Österreicher waren. Als weiteres Element der Synchronisierung lässt sich auch die Einrichtung offizieller Gedenktage für die NS-Opfer nennen. In der Bundesrepublik hatte Bundespräsident Roman Herzog 1996 den 27. Januar zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus erklärt. Und 1997 beschloss bekanntlich auch Österreich einen Gedenktag. Einen Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Und auch wenn hier vor allem auch europäische Einflüsse hineinspielten, 1997 war das europäische Jahr gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Folgte Österreich hier auch dem deutschen Beispiel, denn in den entsprechenden Nationalratsdebatten wurde wiederholt auf den bereits eingerichteten deutschen Gedenktag verwiesen, was es nachzuvollziehen gelte. Ja, wie Sie wissen, wurde aber ein Datum mit spezifisch nationalem Bezug gewählt, eben der Tag der Befreiung von Mauthausen am 5. Mai. Abschließend lässt sich also festhalten, dass sich ein Blick nach drüben, wie ihn der israelische Präsident Chaim Herzog in der Aussage, die ich zu Beginn zitiert habe, empfohlen hatte, tatsächlich findet zwischen den drei Staaten und das in mehreren Dimensionen. Denn es wurde nicht nur wahrgenommen, was in den anderen Staaten in Sachen Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit unternommen wurde, sondern es wurde auch zur Orientierung genutzt. Und ja, mit Blick auf den Titel dieser Vortragsreihe könnte man sagen, bei der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, beim sogenannten Lernen aus der Geschichte, haben Bundesrepublik DDR und Österreich vor allem auch voneinander gelernt. Soweit wie diese Karikatur, die die DDR als Copyshop im Vergleich zur Bundesrepublik zeigt, würde ich nicht gehen. Aber in der Tendenz richtete sich der Blick vor allem von DDR und Österreich auf die Bundesrepublik. Und gewisse sozusagen als bewährt erscheinende Elemente des westdeutschen Umgangs mit der NS-Vergangenheit wirkten so als Orientierungsmaßstab und Erfahrungsreservoir in die beiden anderen Staaten hinein. Und damit bestätigt sich das inzwischen geradezu berühmte und viel zitierte Wort von der deutschen DIN-Norm der Vergangenheitsbewältigung,
das der britische Historiker Timothy Garton Ash geprägt hat und das eben bereits für die 80er Jahre im Beziehungsdreieck der drei Nachfolgestaaten des sogenannten Großdeutschen Reiches. Und wenn man sich eben diese Dinge vor Augen hält, wie Vorbildwirkung der Bundesrepublik, Transfer von Erinnerungen, gemeinsames Gedenken, transnationaler Erinnerungsdiskurs, ergibt sich doch ein ziemlich anderes Bild von der Vergangenheitsaufarbeitung der drei Staaten. Das ist erfolgt eben nicht so getrennt, wie es bisherige Untersuchungen nahelegen. Und in der Aussage von Werner Auperger, die ich am Anfang gestellt hatte, das Gemeinsame kann das Trennende sein, da würde ich den Akzent etwas verschieben und eher sagen, das Gemeinsame kann das Trennende sein, muss es aber nicht. Denn gerade in oder ab den 80er Jahren wird der Umgang Österreichs und der beiden deutschen Staaten mit dem gemeinsamen Erbe des Nationalsozialismus auch zu einer gemeinsamen bzw. transnational verflochtenen Erinnerung. Und das ist meiner Ansicht nach eben auch zu berücksichtigen, wenn man die Vergangenheitsaufarbeitung dieser drei Staaten betrachtet. Vielen Dank. Thank you.